Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir hatten im letzten Video angefangen, uns darüber Gedanken zu machen, wie man eigentlich so Spannungen ausrechnet und hatten hier mal so ein reales Bauteil. Dieses Gekrümmel hier ist kein Pokémon-Ball, sondern soll angedeutet so ein Lager sein, damit man weiß, wo wir uns befinden. Und jetzt haben wir so ein Bauchgefühl, dieser Freistich mit den Kerben hier, hier fehlt die umlaufende Kante. Der könnte wohl versagensrelevant sein, deswegen sind wir irgendwie auf der Suche nach den Spannungen, die da wirken und hatten schon festgestellt, es gibt Normalspannungen infolge von Normalkraft, die hatten wir Sigma n getauft und die rechnet man einfach aus, indem man die wirkende Normalkraft durch den Querschnitt teilt. Wenn man jetzt sich über Biegespannung Gedanken macht, wird die Geschichte ein bisschen komplizierter. Und zwar ist jetzt hier mal so ein Biegebalken vom Himmel gefallen, der wird hier offensichtlich ja so nach oben gebogen. Und zwar so, dass sich jetzt die X-Achse, die sonst in Längenrichtung des Bauteils ist, irgendwie deformiert. Und jetzt überlegen wir mal, was wir da dann alles so für die schönen Biegespannungen alles rauskriegen können. Und starten möchte ich gerne mal damit, wie sich diese ganze Geschichte denn dann verformen würde. Denn da findet man schon eine Menge raus. Man kommt ja relativ schnell drauf, intuitiv. Ansonsten kann man sich auch mal ein Radiergummi nehmen und das nachexperimentieren, dass die Verformung wohl irgendwie so aussehen wird. Ja, ist jetzt nicht schön geworden, aber man kann es sich vorstellen. Also irgendwie so würde die Geschichte nachher aussehen. Und wenn wir nochmal zur Orientierung diese gestrichelte Linie hier zeichnen, dann sieht man doch jetzt Folgendes. Der Teil hier vorne, der oberhalb der gestrichelten Linie, der muss doch kontrahieren. Das heißt, hier wird zusammengedrückt und der Teil unten, der muss sich doch dehnen, der wird also gezogen. Das bedeutet, unterhalb von dieser gestrichelten Linie herrscht eine Zugspannung, oberhalb herrscht eine Druckspannung. Und das ist doch eine Erkenntnis, denn wenn wir uns jetzt mal Folgendes vorstellen, wir schneiden hier mal so ein Stückchen aus dem Biegebalken raus und überlegen uns mal, wie der Spannungsverlauf da aussehen muss. Dann kommen wir doch darauf, dass es jetzt also einen Bereich geben muss, in dem eine Zugspannung herrscht und einen Bereich, in dem eine Druckspannung herrscht. Also sieht der Spannungsverlauf bei einer Biegespannung so aus. Hier haben wir Zug per Definition größer als 0 und oben haben wir Druck per Definition negativ. Was ich jetzt einfach mal verrate, ist, wir haben einen linearen Spannungsverlauf. Also man kann sich schon mal vorstellen, wie Biegespannungen entstehen und man kann sich auch vorstellen, warum die so sind, wie die sind. Jetzt müssen wir sie noch ausrechnen. Irgendwie müssen wir jetzt auf so einen linearen Spannungsverlauf kommen. Das funktioniert folgendermaßen. Wir machen mal einen Sigma. Ich hatte am Anfang ja schon verraten, das Sigma ist für Spannungen, die normal zum Querschnitt wirken. Das ist ja auch bei Biegespannungen der Fall, nicht der Fall, weil ja die Biegespannung hier normal zu dieser gedachten Fläche A wirken. Und wir machen das jetzt mal vom Index so, das kriegt ein B wegen der Biegespannung, hatte ich aber glaube ich oben schon einmal genau aufgeschrieben. Und diese Biegespannung, die kann man auch ausrechnen, und zwar nimmt man dafür das Biegemoment, teilt das durch das Flächenträgheitsmoment. Jetzt könnte man denken, das Wort Flächenträgheitsmoment ist völlig unbekannt, neu und schwierig. Dem ist aber nicht so. Über das Flächenträgheitsmoment hatten wir schon gesprochen bei dem Video zur Auswahl von Querschnittsprofilen. Deswegen möchte ich da jetzt auch nur noch darauf verweisen und gerade einmal sagen, dass das Flächenträgheitsmoment den Widerstand eines Querschnitts gegen Biegung darstellt. Und jetzt überlegen wir mal ganz scharf, das hier ist ja eine Funktion der Bauteillänge, ist also für irgendein x, an dem wir jetzt gerade sind, hier wäre ja irgend so ein x, wo sieht man das Koordinatensystem hier, also an irgend so einer Stelle ist das x natürlich konstant, also ist das Biegemoment da konstant und das Flächenträgheitsmoment ist eine Querschnittsgröße, der Querschnitt ist pro x natürlich auch konstant, deswegen ist dieser ganze Ausdruck konstant. Dann kommen wir also noch nicht zu diesem linearen Spannungsverlauf, den wir eigentlich haben wollen, aber die Lösung des Problems naht. Wir multiplizieren das Ganze mit y. Jetzt überlegen wir noch mal gerade, was ist y und stellen fest,
Das ist ja irgendwie die Profilhöhe. Und wo muss das Koordinatensystem liegen, damit das funktioniert? Hier in diesem Übergang, wenn hier Zug ist und da Druck ist, muss die Spannung irgendwo 0 sein. Genau in diesem Übergang muss y 0 sein, damit hier mathematisch 0 rauskommt. Und genau diese Position nennt man die neutrale Faser. Also y ist die Profilhöhe, wobei y gleich 0 die Lage der neutralen Faser beschreibt. Genau die Faser im Biegebalken, in der keine Spannung herrscht. Jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen, dass einen vielleicht der Verlauf dieser Biegespannung an sich gar nicht so wahnsinnig interessiert, denn am Ende des Tages versagensrelevant ist ja die maximale Belastung hier am Rand. Und Biegespannungen werden also immer größer, je höher der Querschnitt ist. Das ist ja schon mal eine Erkenntnis. Jetzt könnte man ja nochmal ausrechnen, wie kommt man denn eigentlich an die maximale Biegespannung? Maximale Biegespannung. Und die kann man ausrechnen. Und zwar folgendermaßen, man dividiert immer noch das Biegemoment durch das sogenannte Widerstandsmoment. Das ist genauso in Formelwerken zu finden wie das Flächenträgheitsmoment. Dieser Ausdruck ist natürlich konstant, weil es nur eine maximale Biegespannung gibt. Wie kommt man auf das Widerstandsmoment? Im Fall eines Rechteckprofils zum Beispiel muss ich logischerweise für y die halbe Höhe einsetzen, damit ich dann in dieser Formel genau an diese rot eingekreisten Spannungsbereiche komme. Das heißt, für ein Rechteck gilt, das Widerstandsmoment gegen Biegung ist das Flächenträgheitsmoment gegen Biegung dividiert durch die halbe Höhe. Denn dann, wenn wir mal gerade nachdenken und man diesen Bruch auflöst, steht da WB ist gleich I mal 2 durch H, dann steht hier I mal 2 durch H und wenn ich das dann wieder auflöse, dann steht hier letztendlich MB durch I mal H halbe und dann sind wir fertig. Das ist ja schon mal eine große Erkenntnis, das heißt, was wir jetzt auf unserem Marsch durch die Welt der Spannungen schon abgehakt haben, so wie man hier sieht, ist das Biegemoment, ist keine Ableitung, hier soll kein Pünktchen drüber, ist das Biegemoment und die Normalspannung. Wie das jetzt so mit Querkräften und dem Torsionsmoment aussieht, und wir haben das Ganze hier so ein bisschen sortiert, es wird nämlich immer komplizierter, das gucken wir uns dann im nächsten Video an.